Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyadishatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyadisha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Nivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Prabhupada ki jai. Gut. Ich mache hier auch mal ran. Dann ist das wieder da. Gut. So, willkommen zu einem weiteren Modul
für mich ein auch speziell interessantes, schönes Modul. Heute die Übersicht zur Bhagavad Gita. Dass wir da zum einen Überblick bekommen, aber auch so in die essentiellen Aussagen der Bhagavad Gita etwas eintauchen können. Manche von euch haben schon sehr ausgiebig sich mit der Bhagavad Gita befasst oder ne, manche noch, sind noch ganz neu dazu. Wir können, denke ich, beiden ein Stück gerecht werden, dass wir so einen Einblick geben und auch etwas Vertiefung. Lasst uns ruhig auch das Mangal Archanam lesen. Das ist üblich, wenn man die Bhagavad Gita rezitiert oder über die Bhagavad Gita spricht, findet man ja gleich zu Beginn bei der Einleitung diese Mantras. Aber lasst uns erst einen weiteren Mantra chanten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Die alle diese Einleitung offen, das wo dann Om Ajnana zu Beginn steht. Bei mir ist Seite 13, ich weiß nicht, in dieser Gita muss man schauen. Auf jeden Fall. Om Ajnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrachatam Sahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Darupyascha Kripa Sindhupye Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mangal Archanam Mangala bedeutet glücksverheißend und Archanam ist so viel wie verehren, also eine glücksverheißende Verehrung von Krishna, von Guru, von den Vaishnavas, um Segnungen zu erbitten, dass man Zugang zur Gita bekommt, dass man angemessen über die Gita spricht und überhaupt ja, angemessen Bezug nimmt zu. Und das wird jetzt mal, bevor es man Gita liest, sozusagen oder Vorteile genau, genau, man findet immer dann, vor allem wenn der Vers gelesen worden ist und die Erläuterung und bevor der Sprecher anfängt, seinen Teil zu geben, damit das Mangal Archanam. Manchmal wird es, oft wird es verkürzt auch genommen, aber das Ausgiebige ist, das ist das, was wir hier finden, auch beim Srimad Bhagavatam am Morgen. Genau. Die Bhagavad Gita übersetzt, der Gesang Gottes, Gita ist der Gesang, Bhagavad kommt vom Bhagavan, für die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wir sehen ja auch, dass die Bhagavad Gita, wenn man das Sanskrit sich anschaut, ja nicht so eine Sprache ist, wie zum Beispiel das Deutsch oder das Englisch. Es ist eine Sprache, in der wirklich sehr melodisch eben gesungen wird. Es gibt im Sanskrit bei den verschiedenen Versen sogenannte Versmaße und Melodien, die man eben anwendet. Da gibt es eine ganze Wissenschaft dafür, wann welcher Vers nun wie gechantet oder gesungen wird. Da bin ich auch gar nicht so bewandert. Manchmal hat man so eins, zwei Melodien, die man halt dann auf jeden Vers wie anwendet. Das ist noch speziell, ne, dass eben da auch so dieses ganze Sprachliche etwas ist, was wie wirklich ein Lied ist, das Lied des höchsten Herrn, was er eben singt auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra.
Wenn wir auch die Bhagavad Gita studieren, dann studieren wir nicht irgendeine Bhagavad Gita, obwohl es essentiell halt eine Bhagavad Gita gibt. Aber wir beziehen uns hier speziell auf die Bhagavad Gita, wie sie ist. Srila Prabhupada hat das sehr hervorgehoben, dass das eben bedeuten soll, dass diese Bhagavad Gita authentisch in der Schülernachfolge kommt und nicht eine Bhagavad Gita ist, wo es viele andere Übersetzungen gibt, die dann eben nicht sind, wie sie ist, sondern er sagt in der Einleitung, dass, wenn man das sich mal durchliest, dann merkt er das an, dass er sagt, er könnte eigentlich keine Bhagavad Gita irgendwie empfehlen, die er so kennt, weil er sieht, dass die Kommentatoren so viel ihre eigene Meinung und Spekulation in dieses einfließen lassen haben und nicht in, herabgereicht in der Schülernachfolge tatsächlich dieses Wissen repräsentieren. Ein so ein Aspekt ist zum Beispiel der Begriff Bhagavan. Das wird immer wieder sehr auch betont von Srila Prabhupada, dass Krishna in der Bhagavad Gita als die höchste Persönlichkeit Gottes präsentiert wird und dass man sie auch als solche annehmen soll. Wogegen andere bestimmte Interpreter oder Menschen, die das interpretiert haben und kommentiert haben, die sagen, Bhagavan bedeutet einfach nur mächtige Person. Das ist etwas, wie Bhagavan auch übersetzt werden kann. Sanskrit ist natürlich eine Sprache, die viel Spielraum lässt für Kontext und Interpretation. Deswegen ist es ja so wichtig, solche Sanskrit-Schriften von eben verwirklichten Meistern letztlich zu bekommen, weil der Schriftgelehrte mag eben seine eigenen Spekulationen haben und nicht wirklich unbedingt verwirklichtes Wissen, transzendentale Sicht haben. Und so betont er, nein, Bhagavan ist nicht nur einfach mächtige Person oder Persönlichkeit, es ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und vor allem auch, dass es eine Person ist. Bestimmte Erläuterungen der Bhagavad Gita sagen zum Beispiel, dass eben Krishna nicht, dass die Person Krishna nicht die Essenz ist, sondern so das Unpersönliche in Krishna. Oder es wird irgendwie so gedreht, dass am Ende Gott oder Krishna einfach unpersönliche Energie ist und nicht die höchste Person. Und das sind mal solche Aspekte, die von Srila Prabhupada sehr betont werden. Auch zum Beispiel, dass die Bhagavad Gita verstanden wird in unserer Schülernachfolge, als dass man sie wörtlich nimmt, beziehungsweise sehr direkt, dass man nicht allegorisch schaut, zum Beispiel das Schlachtfeld von Kurukshetra und die Pandavas, die da zugegen sind, wird oft so eine allegorische Bedeutung gegeben. Das Schlachtfeld ist der Körper, die fünf Pandavas repräsentieren auch die fünf Sinne und so weiter. Und dann gibt es, und Srila Prabhupada sagt klar, nein, das Schlachtfeld von Kurukshetra, hier geht es um den tatsächlich existierenden Ort, der eben sich in der Nähe, ich weiß nicht wie viele Kilometer, von Neu-Delhi eben befindet. Und dass das wirklich ein historischer Ort ist und die Pandavas nicht nur repräsentativ, also Metaphern sind, sondern dass das historische Persönlichkeiten sind, genau auch wie Krishna. Und dass man das so direkt verstehen soll. Man kann es vielleicht auch mal nutzen als eine Metapher, aber das sollte nicht das Verständnis sein. Und das sind mal einige Aspekte, die Srila Prabhupada auch betont in seiner Bhagavad Gita, wie sie ist, dass das Authentische dargestellt ist. Wir sehen eben, dass die Bhagavad Gita auch einen Zusammenhang hat, einen Kontext, der, das Buch steht ja nicht für sich alleine, sondern sie ist das Herzstück des Mahabharata, des großen Epos, was so viel heißt Mahabharata, das große Indien, und erzählt eben auch die Geschichte der Pandavas, bis hin zu dem Punkt, wo dann die große Schlacht von Kurukshetra eben stattfindet. So startet auch die Bhagavad Gita, das erste Kapitel, wo besprochen wird, wie Dhritarashtra, also der Vater der Kauravas, erfragt, was haben denn jetzt die Söhne Pandus, also von seinem Bruder, und seine eigenen Söhne, als sie sich trafen, was taten sie? Das was ist so der Einklang in die Bhagavad Gita, diese Frage, was passiert da jetzt auf dem Schlachtfeld? Und dann wird beschrieben, wie die Konstellation ist, wie diese Armeen sich aufgeteilt haben. Da gibt es eine, gibt es auch konkrete Zahlen, das ist noch spannend, das ist aber auch ein Thema für sich, die sogenannten Akshauhinis. Das ist so eine ganze militärische Einheit mit einer bestimmten Infanterie, mit Pferden, mit Elefanten. Und ich weiß es nicht mehr, die Zusammenstellung, das müsste ich selber nochmal nachlesen. Auf jeden Fall hatten die Pandavas nur 7 und die Kauravas hatten 12 bis 13. Also sie waren deutlich von der
Anzahl her, von der Menge, waren sie überlegen. Sie hatten wie mehr Leute auf ihrer Seite. Und da wird so beschrieben, was sind die Generäle, die da zugegen sind. Das sind alles Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Bhishma Dev, die eben im Vorfeld zur Bhagavad Gita auch alle eine wichtige Rolle spielen. Sei das nun Duryodhana, eben der Sohn Dhritarashtras, die fünf Pandavas selbst. Wir wissen, dass es da um einen Erbstreit geht, so äußerlich gesehen geht es mal um diese Thematik zum einen, dass die Pandavas eigentlich rechtmäßige Erben auf den Thron auch Hastinapurs waren, weil nämlich Pandu, der Bruder Dhritarashtras, der wieder auch einen Bruder hatte, die noch einen Bruder hatten, den Vidura, Hare Krishna, genau, dass er zum einen das Königreich früher abgegeben hat an Dhritarashtra, weil er sich zurückziehen wollte davon. Und Dhritarashtra ist ja blind von Geburt. Das hat damit zu tun mit dieser Geschichte, dass alle drei Brüder wurden von Srila Vyasadev gezeugt. Die Frauen waren Ambika und Ambalika. Und die Umstände, wie eben diese drei Brüder gezeugt worden sind, waren etwas speziell. Es gab nämlich ein Problem mit der Nachfolge. Die Könige hatten ein großes Problem. Sie mussten sicherstellen, dass in ihrer Linie genug Nachkommen da sind, um die königliche Linie aufrechtzuhalten. Und jetzt war so, König Shantanu, weil noch ein König zurück sozusagen, der der Vater von Bhishma Dev ist, der zu dem Zeitpunkt noch Devavrata hieß, der hat auch zwei Söhne gehabt. Und gleichzeitig aber zu seinen Lebzeiten, also nebst Bhishma Dev gab es noch zwei Söhne. Und Shantanu hat sich verliebt in eine Fischerfrau, also die Frau der Anführer der Fischer sozusagen, Satyavati. Und dass der Vater letztlich einstimmte, ging es so weit, dass Devavrata das Gelübde gesagt hat: Ich werde Brahmachari bleiben, also Zölibatär, ich werde auch den Anspruch auf den Thron nicht annehmen. Und dann kam eine Stimme auch vom Himmel, die gesagt haben: Wow, das ist eigentlich ein schreckliches Gelübde. Und Bhishma Dev heißt eigentlich auch so viel wie der, der da ein schreckliches Gelübde abgelegt hat. Also Bhishma Dev war also raus aus der Thronfolge. So, und seine zwei Brüder sind unglücklicherweise auch frühzeitig verstorben, bevor sie mit ihren Frauen Ambika und Ambalika nachfolgen zeugen konnten. Der eine ist gestorben, da gab es Vichitravirya. Und den anderen Namen vergesse ich immer. Der eine ist gestorben, weil er kränklich war. Der war irgendwie früh, war einfach schlechtes Karma sozusagen, musste seinen Körper früher aufgeben. Der andere wurde von einem Gandhava getötet letztlich im Kampf, der den gleichen Namen hat. Und dieser Gandhava konnte es irgendwie nicht tolerieren, dass so ein König auf der Welt den gleichen Namen hat wie er. Das kam also etwas, also sehr vom Stolz und Eitelkeit motiviert. Und letztlich standen also nun die Kuru-Dynastie da ohne Nachfolge. Und das war ein sehr drastisches Problem. Und Satyavati. Ne? Und Bhishma Dev haben halt überlegt, was ist zu tun, weil er konnte sein Gelübde ja nicht brechen. Er konnte nicht sagen: Ja, jetzt, okay, dann heirate ich auch doch oder mach doch Kinder, weil da geht es um Prinzipien. Und letztlich wurde Vyasadev involviert, weil der auch Satyavati die Segnung gegeben hat, dass sie ihn rufen kann, wenn sie ihn braucht. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Und dann haben sie ihn auch gerufen, um eben diese Nachkommen zu zeugen. Und er kam halt gerade, er war in Askese vertieft in den Himalayas, ein Yogi, der schon seit Wochen, Monaten keinerlei Hygiene betrieben hatte. Also war völlig verfilzt und ziemlich stark gerochen und wirkte eigentlich sehr extrem gruselig. Und so haben sich die Frauen auch gefühlt. Er hat gesagt: Warte noch ein halbes Jahr, dann bin ich fertig. Und komm dann, aber Satyavati, oder ne, habe ich jetzt das Wort? Ist es Satyavati? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, genau, wurde er dann gedrängt: Nein, das muss jetzt sein. Und dann kam zuerst kam eben auch Ambika, Ambalika, und Ambika war, für die war das zu schrecklich, die hat ihre Augen geschlossen, als es dann dazu kam, dass Vyasadev eben sie befruchtet hat. Und deswegen ist Dhritarashtra blind. Das war sozusagen die Reaktion. Sie hat gesagt, Vyasadev kam dann raus und hat informiert, sie wird ein Kind bekommen, aber er ist blind, weil. Er hat auch kritisiert, das war nicht die richtige Haltung. Sie sollte ihre Pflicht erfüllen. Oder? Es dachten, ja, was kommen mit einem blinden König, oder? Und dann kam das zweite Mal und da war die Ambalika war etwas, hatte etwas einen stärkeren
Magen sozusagen konnte das besser tolerieren, aber sie ist erblasst, oder sie war im Angesicht des, vom Vyasadeva in diesem Zustand auch völlig schockiert. Und deswegen Pandu heißt, er hatte sehr, sehr gute Qualitäten und kraftvoll, aber wer sehr blass, Pandu heißt jemand, der blass ist. Und das ist, weil eben Ambalika in, zum Zeitpunkt der, der Zeugung erblasst ist, sozusagen. Und dann ging es noch ein drittes Mal und dann wollten die Königin genau sagen, hey, das machen wir nicht nochmal mit, oder die eine. Und hat praktisch eine ihrer Dienerinnen vorgeschoben, praktisch wie verkleidet mit der Idee offenbar, hoffentlich kriegt Vyasadeva nicht mit. Und sie war aber von ihrer Natur aus so, dass sie sich da völlig hingegeben hat, ihn Vyasadeva angemessen begrüßt, hat ihm Füße gewaschen und all das. Und Vyasadeva war sehr zufrieden auch mit ihr. Und dann kam Vidura. Und aber weil er eben gezeugt worden ist in einer Shudrani, also eigentlich in einer Dienerin, Arbeiterfrau, war sein Status eben interessanterweise Shudra, obwohl sein Vater Vyasadeva selbst ist. So, das waren diese drei Brüder und Dhritarashtra hatte dann noch 100 Söhne, Pandu diese 5. Das war noch eine spezielle Geschichte, die von den, das gab es eine Segnung für Kunti, die Frau von Pandu, die dann genau, von den Halbgöttern die Söhne bekam. Zuerst kam Yudhishthir, der wurde dann eigentlich ganz zuerst inoffiziell war Karna gezeugt worden, der eben vom Sonnengott selbst gezeugt worden ist, der dann auch eine Rolle spielt im Mahabharata. Dann kam Yudhishthir von Dharmaraj, also dem, vom Gott des Todes und der Gerechtigkeit. Dann kam Bhima wohl vom Luftgott Vayu gezeugt. Und dann kam Arjuna, wurde von Indra gezeugt. Und dann die Ashwini Kumaras, die Halbgötter, haben Sahadev und Nakula und Sahadev gezeugt. So, jetzt waren eben eigentlich, Pandu war der qualifiziertere König, weil er war nicht blind. Und eigentlich wurde das Königreich fairerweise dann zwischen beiden Nachkommen eigentlich aufgeteilt, wenn das in alles einen Gang gegangen wäre. Dann gab es aber die Streiterei, dass Dhritarashtra eben, weil er frühzeitig den Thron auch bekommen hat, weil auch Pandu dann unglücklicherweise durch einen Flug verstorben ist, wollte er dann nicht mehr loslassen vom Königreich, wollte den Pandavas nicht ihren Teil geben, obwohl sie rechtmäßig Erben sind. Und so ging das dann los, da gab es viele Intrigen. Und da ging es zum einen um dieses Prinzip, dass die Pandavas auch herrschen sollten, aber das ist mal das eine. Und Dhritarashtra hat auch etwas gefragt, was eigentlich völlig schändlich ist für einen religiösen Menschen. Er hat den Pandavas praktisch gefragt, gebt doch euer Dharma auf, praktisch für die Harmonie willen. Er hat gesagt, Duryodhana ist halt eben so und so und er selber hat sich immer als schwach gemacht und hat sie praktisch gefragt, um des Friedens willens, lasst ihn halt so ungefähr. Und das ging halt auch nicht, weil dann würde man praktisch das Prinzip vom Dharma verraten, ein Kshatriya muss herrschen. Und die haben gesagt, auch selbst wenn es nur ein Dorf ist, das wollte Duryodhana nicht geben. Und so durch die Starkköpfigkeit und Anhaftung Dhritarashtras hat sich das so aufgebaut, es gab viel Friedensverhandlungen auch von Krishnas Seite, die alle gescheitert sind letztlich. Und so musste es letztlich zum Krieg kommen, weil die Kaurava-Seite das eigentlich provoziert hat letztlich. So, und da fängt dann die Bhagavad Gita an, wo eben Arjuna, einer dieser Pandavas, dasteht und jetzt eben auch konfrontiert ist mit all seinen Familienangehörigen, die jetzt gegenüberstehen. Bhishma Dev zum Beispiel war verwickelt mit Duryodhana, den Kauravas, und musste die Gegenseite letztlich annehmen. Und so, als Arjuna sich bewusst geworden ist, wem er da eigentlich gegenübersteht, dass er seine eigenen Lehrer, seine eigenen Familienmitglieder bekämpfen soll und töten soll, dann kam die große Krise. Und dieses erste Kapitel, was hier im Deutschen benannt wird als, genau, hier ist noch Arjuna, die Heere auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Das wird manchmal gar nicht zur Bhagavad Gita gezählt, das ist spannend. Es gibt manche Acharyas, die dieses Kapitel noch nicht als Bhagavad Gita betrachten, weil Krishna noch nicht spricht. Weil er es eigentlich im zweiten Kapitel spricht. Aber dieses Kapitel ist sehr bedeutsam. Und Vishwanathachakravarti Thakur bezeichnet dieses Kapitel auch als Vishada Yoga. Der Yoga des Klagens. Weil hier, was Arjuna macht, ist, er schüttet sein Herz aus. Er zeigt, wie er eigentlich überhaupt gar nicht mehr fähig ist,
diesen Kampf zu kämpfen. Er bringt viele Argumente, warum das nicht geht, viele religiöse Argumente, eigentlich gute Argumente, und ist an dem Punkt, wo er sagt, wo er seinen Bogen fallen lässt und sagt, Krishna, ich kann so nicht kämpfen. Und dieses Kapitel ist bedeutsam, weil es auch auf die bedingte Seele sehr viel zutrifft, die Konfrontation mit der Anhaftung, diese Identifikation mit Familie im Kontrast zu vielleicht einem höheren Prinzip. Arjuna sagte, das ist für mich wie Selbstmord, weil ich soll ja eigentlich die töten, die mit mir verwandt sind. Und das Prinzip des Egos ist es, dass es das, was mit einem verwandt ist, als selbst identifiziert. So ist es ja, dass wenn Mann und Frau zusammenkommen und Familie gründen, dann sind das ja meine Kinder oder mein Sohn, meine Tochter und so weiter und meine Angehörigen. Und das, dieses Mama, meins, das ist so das Prinzip. Und wenn man sagt, so, wenn ich diesen töten soll, dann ist das wie, als wenn ich mich töte, weil es wie ein Teil von mir. Und da kommt so die ganze Thematik auf, was ist eigentlich ich und was ist nicht ich? Und dann startet die Bhagavad Gita so rein mit Krishnas Unterweisungen bezüglich Arjunas Illusion, warum er eigentlich nicht kämpfen will, dass er eben eigentlich auf Basis der materiellen Lebensauffassung argumentiert und nicht mehr auf Basis von, was ist wirklich das höhere Dharma. Ja, und was ist eigentlich jemand, der Wissen über Atma hat, das selbst sollte so nicht diskutieren. So, das ist ein spannendes Kapitel, was es sicherlich auch lohnt, nochmal separat, dass man auch reinliest. Wir werden das jetzt nicht so ausführlich nochmal angehen. Ich denke, das ist mal soweit etwas geschichtlicher Hintergrund zur Gita, auch etwas zur Einleitung. Und was ich gern zu Beginn machen möchte mit euch ist, dass wir mal darauf eingehen, was sind eigentlich die Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt in das Mysterium der Bhagavad Gita eintauchen kann. Was denkt ihr, die von der Bhagavad Gita schon kennen? Habt ihr eine Idee, worauf ich hinaus will? Was ist ganz wichtig, damit die Bhagavad Gita überhaupt verstehbar ist? Muss ein fromm sein, Krishna. Richtig, genau. Krishna beschreibt in verschiedenen Versen die Voraussetzung, warum Arjuna eigentlich jemand ist, zu dem die Bhagavad Gita gesprochen ist, beziehungsweise warum er qualifiziert ist, das zu hören, was da gesagt wird. Und genau, im Kapitel 4, Vers 3, habt ihr das? Dann finden wir einen sehr wichtigen Vers. Sa eva yamaya tetya yoga prakta puratanaha bhaktusime sakachiti rahasyam hietat uttamam. Diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir mitgeteilt, weil du mein Geweihter und auch mein Freund bist. Deshalb kannst du das transzendentale Mysterium dieser Wissenschaft verstehen. Wir lesen noch die Erläuterung, die ist noch relativ kurz. Es gibt zwei Klassen von Menschen, nämlich den Gottgeweihten und den Dämonen. Der Herr wählte Arjuna zum Empfänger dieser großen Wissenschaft, weil Arjuna auf dem Wege war, ein Geweihter des Herrn zu werden. Für einen Dämon ist es nicht möglich, diese große Geheimwissenschaft zu verstehen. Es gibt zahlreiche Ausgaben dieses großen Buches des Wissens. Einige sind von Gottgeweihten kommentiert und andere von Dämonen. So hier macht Shri Prabhupada diese Kategorisierung, dass er eben sagt, selbst die Bhagavad Gita, diese Kommentatoren, die jetzt so abweichen, Kategorie Dämonen, oder was? Oder das Sanskrit-Wort wäre halt Asura. Sura sind die göttlichen oder Gott zugewandten Wesen, Asuras die Gott abgewandten Wesen. Die Kommentare der Gottgeweihten sind autorisiert und daher vorteilhaft, wohingegen die Kommentare der Dämonen wertlos sind. Arjuna erkennt Sri Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes an und jeder Kommentar zur Gita, der in den Fußstapfen Arjunas tritt, ist wirklicher hingebungsvoller Dienst im Interesse dieser bedeutenden Wissenschaft. Dämonische Menschen dagegen erfinden etwas über Krishna und bringen die öffentlichen und allgemeinen Leser vom Pfad der Unterweisungen Krishnas ab. Man sollte versuchen, der von Arjuna ausgehenden Schülernachfolge zu folgen und so einen großen Nutzen gewinnen. Diesen Vers schreibe ich auch hier gerade mal an, dass wir das nochmal so sichtlich haben. Qualifikation. Thank you.
zum Verstehen der Bhagavad Gita. Also haben wir einmal hier Vers 4, 3, der aussagt, dass es wichtig ist, dass man ein Geweihter Krishnas wird und ein Freund. Der Geweihte ist so der Anfang, weil man so, was hier eigentlich Freund bedeutet, ist, dass Arjuna auf der befreiten Ebene ist und den Sakya Rasa hat. Also ein Rasa in dem Sinne, diese freundschaftliche Beziehung, ist für die bedingte Seele so nicht möglich, weil eben der transzendentale Körper fehlt sozusagen. In einem verkörperten materiellen Zustand kann man nicht diese Art des Austausches haben. Man kann ja Krishna nicht mal sehen, ganz zu schweigen davon, mit ihm freundschaftlich sich austauschen. Aber weil Arjuna eben ein reiner Geweihter war und mit Krishna Angesicht zu Angesicht umgehen konnte, war er fähig. Aber was uns möglich ist, ein Geweihter zu werden und in Richtung eines Freundes sich zu entwickeln. Natürlich kann man auch schon im bedingten Zustand Krishna sehr wohlgesinnt und freundschaftlich gegenüberstehen. Aber wichtig ist hier zu verstehen, dass Krishna spricht zu einer Seele, die völlig vertieft ist in diese freundschaftliche Beziehung mit Krishna auf der transzendentalen Ebene. Und Srila Prabhupada macht mehrmals den Punkt auch, eben es braucht diesen reinen Geweihten wie Arjuna, der dann auch angemessen Krishnas Worte repräsentiert und weitergibt. So, in unserer Schülernachfolge heißt das eben auch, dass jemand bewusst hingebungsvollen Dienst kultiviert, und geweiht heißt, man ist ein Geweiht. Eine Weihe ist ja etwas, man widmet, man heiligt sozusagen jemand und gibt ihm dann die Möglichkeit, Teil zu sein von etwas. Man hat ja auch in der normalen, also in der Gesellschaft, die Jugendweihe zum Beispiel, wo man sagt, man tritt über von der Jugend ins Erwachsenenalter, man wird wie durch eine festliche Zeremonie geweiht und man ist dann wie anerkannt als Erwachsener. Was noch spannend ist, was dann so vonstatten geht, ist eine andere Geschichte, aber also das Ritual ist ja das, oder? So hat man auch religiöse Rituale, wie dann die Taufe oder andere Sachen, wo auch eine Art Einweihung stattfindet. Im höheren aristokratischen Sinne die Salbung oder wenn ein König gekrönt wird, ist auch eine Art Weihe oder Einweihung. Und es geht immer wieder darum, jetzt bist du Teil, jetzt bist du wie zugehörig. Und die Idee hier ist, dass man eben in der Schülernachfolge ein Teil wird, indem man den spirituellen Meister akzeptiert, ein Gelübde auf sich nimmt, um Krishnas Diener zu werden. Und dann heißt es, dann qualifiziert man sich, dass man Krishna wirklich verstehen kann. Weil solange man diesen Schritt nicht macht und Krishnas Diener wird oder praktisch ein Geweihter, dann eröffnet sich einem Krishnas Mysterium nicht, weil das ist eine Basisbeziehung. Deswegen kann auch der Unpersönlichkeitsphilosoph nicht wirklich eintauchen in das. Er denkt zwar, er tut es, oder der Gelehrte, der Wissenschaftler, aber sie tun es nicht, weil sie nicht in einer Beziehung sind. Das ist wie mit Menschen auch. Wenn Menschen wirklich in einer Beziehung sind, lernen wir sie kennen, wir können mehr Einsicht bekommen. Man kann nicht einfach nur studieren von außen und braucht diese Basis, oder? Und das ist was sehr Essentielles für die Bhagavad Gita, was Krishna selber eben auch sagt. Wenn du diesen Schritt machst, kannst du auch die Bhagavad Gita verstehen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, wo noch eine weitere Eigenschaft dazukommt, nämlich im 9. Kapitel, könnt ihr gerade mal aufschlagen, da macht er im Grunde nochmal die gleiche Aussage und fügt noch eine Aussage dazu. Gleich am Anfang, das ist 9.1. Shri Bhagavanu Vacha Idam Tute Guyatamam Pravakshyami Anasuyave Gyanam Vigyana Sahitam Yakyatva Mokshase Shubhat. Hier spricht Krishna: Mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, werde ich dir diese vertraulichste Weisheit oder das Wissen mitteilen, deren Kenntnis dich von den Leiden des materiellen Daseins befreien wird. So, hier bringt er noch eine weitere Eigenschaft rein, frei sein von Neid gegenüber Krishna. Das bezieht sich dann wieder vorhin schon auf die Dämonen, die eben Krishna eigentlich beneiden, ihn
dann auch verneinen wollen, sagen, er ist unpersönlich, eigentlich Krishna ist nicht Gott und so weiter und so weiter. Und so dass dann die Möglichkeit besteht, dass jemand anders Gott sein kann. So, also 9.1 haben wir noch das. Mache ich hier nochmal dazu. Also was hier gesagt wird ist, genau, 4.3, dass man ein Geweihter und Freund Krishnas wird. In 9.1 wird dann noch zugefügt, dass man frei, weil Arjuna frei von Neid ist, deswegen kann er dieses Wissen verstehen und letztlich Befreiung erlangen, weil er keine Feindseligkeit gegenüber Krishna hat. Und das sind mal zwei sehr wichtige Verse der Bhagavad Gita. Und er macht noch eine weitere Aussage diesbezüglich. Die finden wir dann ziemlich ganz am Schluss. Können wir nochmal 18, oder wir können mal kurz, die Erläuterung ist hier recht lang. Lesen wir ruhig mal kurz nur den ersten Absatz vom 9.1. Je mehr ein Gottgeweihter über den höchsten Herrn hört, desto mehr wird er erleuchtet. Dieser Vorgang des Hörens wird auch im Srimad Bhagavatam empfohlen. Die Botschaften von der höchsten Persönlichkeit Gottes sind voller Kräfte und diese Kräfte können erfahren werden, wenn die Gottgeweihten untereinander über den höchsten Gott sprechen. Dies kann nicht durch die Gemeinschaft gedanklicher Spekulanten oder akademischer Gelehrter erfahren werden, denn es ist verwirklichtes Wissen. Nun, ihr beschreibt auch weiter, wie eben die Gottgeweihten in meinem Dienst Krishnas verankert sind und so aus einer Erfahrung, aus einer Beziehungsebene zu Krishna sprechen können. Dann gehen wir mal zu 1864. Gesundheit. Sarva guyatamam bhoya shrinu me paramam vachaha ishtosi me tridhamiti tato vakshyamite hitam. Weil du mein lieber Freund bist, teile ich dir den vertraulichsten Teil dieses Wissens mit. Höre also von mir, denn es ist zu deinem Nutzen. Hier Srila Prabhupada in der Erläuterung schreibt er, der Herr hat Arjuna vertrauliches Wissen von der Überseele im Herzen jedes Lebewesens offenbart und jetzt teilt er ihnen den vertraulichsten Teil des Wissens mit, der besagt, dass man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes einfach ergeben soll. Am Ende des 9. Kapitels hatte er gesagt, denke einfach immer an mich. Die gleiche Anweisung wird hier wiederholt, um die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita zu betonen. Diese Essenz kann der gewöhnliche Mensch nicht verstehen, nur jemand, der Krishna sehr lieb ist. Das heißt, ein reiner Geweihter Krishnas. Das ist die wichtigste Unterweisung in allen vedischen Schriften. Was Krishna in diesem Zusammenhang sagt, ist der essentiellste Teil des Wissens und diese Unterweisung sollte nicht nur von Arjuna, sondern von allen Lebewesen beachtet werden. Also, 1864. Das ist nochmal mit drin, weil du mein lieber Freund bist. Und hier hat man noch diesen Aspekt. Und dann schreiben wir es mal noch dazu. Es gibt in der Bhagavad Gita eben vom Wissen Stufen der Vertraulichkeit. Eben anfangs das erste Wissen ist, okay, man ist verschieden vom Körper. Atma und Kshetra sind verschieden. Das ist mal die basales Wissen, das ist noch nicht so vertraulich. Das wird dann auch schneller erklärt. Das nächste ist dann, dass es auch eine Überseele gibt, die mit dem Atma in Beziehung steht, der Ursprung ist, eine Form ist, die gegenwärtig ist. Krishna als höchster Herr in Daben ist noch vertraulicher. Und jetzt hier dieses sich Krishna ergeben, wird als vertraulichstes Wissen bezeichnet praktisch. Es wird hier mehr und mehr Auskunft gegeben, wie man mit Krishna in einer liebenden Beziehung sein kann, wie man diese höchste Vollkommenheit erreicht. Und das fängt eben damit an, Geweihter und Freund werden. 4.3, das Kapitel heißt Transzendentales Wissen, oder? Kapitel 9 ist das Vertraulichste oder das Vertrauliche, wie heißt es nochmal, wird es hier beschrieben? Was heißt da gerade? Das Vertraulichste Wissen, genau, wird schon im 9. Kapitel. Und das 18. Kapitel ist ja nochmal ein zusammenfassendes Kapitel, wie das 2. auch. Wir haben zwei zusammenfassende Kapitel, 2 und 18.
ein einleitendes Kapitel, das erste. Und dann zwischendrin dann sind die anderen. Mhm. Dass diese drei Stufen, hängt das nicht auch mit Brahman, ist vertraulich, darum auch mal vertraulich, oder? Ja. Richtig, genau, so kann man es auch betrachten, ja. Dass diese Ebenen der spirituellen Realität auch genau verschiedene Stufen der Vertraulichkeit darstellen. Okay? Wir können gerne auch, wenn zwischendrin, wenn es dazu noch Kommentare oder Fragen gibt, könnt ihr einfach mit reinwerfen. Ich würde mal noch schnell jetzt hier noch die Bhagavad Gita nochmal aufstufen von den Kapiteln her, weil es jetzt bietet sich das gerade an. Wir haben auch hier Kapitel 1 bis 6, 7 bis 12, dann noch 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. Und 13 bis 18. Hier wird eine Unterteilung gemacht, dass die ersten 6 Kapitel Karma-Yoga repräsentieren. Ah, falsch. So, was alle Kapitel gemeinsam haben, dass es hier um Yoga geht, das ist klar, Yoga ist die Verbindung mit dem Höchsten, das ist das generelle Anliegen der Bhagavad Gita, dass die Seele in Verbindung kommt mit Krishna. Und da gibt es eben drei Hauptpfade. Karma Yoga ist über das Handeln oder die Arbeit, wird das oft auch übersetzt, der Begriff. Dann Bhakti ist die liebende Hingabe, der hingebungsvolle Dienst, wie Prabhupada das immer genannt hat. Er hat bewusst Bhakti nicht einfach nur als Hingabe übersetzt. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt bei Bhagavad Gita, wie sie ist. Dass eben Bhakti kann man schon einfach als Hingabe übersetzen, als Liebe. Und viele sagen ja, Bhakti ist einfach Liebe. Und dann sagt er aber, gut, das ist an sich erstmal auch viel Sentiment. Was bedeutet denn, wenn jemand Liebe empfindet für jemand anders? Und dann kommt der Dienst. Oft das Wort Dienst ist vielleicht so ein bisschen unbequem, je nachdem wie Dienst halt behaftet ist, aber eigentlich das Dienen ist, das ist der Ausdruck dieser Liebe. Wenn ich einfach sage, ich bin in Liebe, aber tue nichts für die Person, die ich liebe, dann ist die Frage, ja gut, was heißt denn das eigentlich zu lieben, oder? Und das ist auch bei Krishna, Srila Prabhupada in einem Vers, ich glaube im 7. Kapitel, Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Panashiti, wo sagt, wenn jemand mit Liebe und Hingabe eine Frucht, ein Blatt, eine Blume, etwas Wasser opfert, dann werde ich es annehmen. In einer Lecture schreibt Srila Prabhupada, das ist der Anfang von Liebe. Liebe heißt, etwas zu geben. Das war so ganz simpel, so diese Aussage. Und das ist hier im Bhakti hingebungsvoller Dienst, sich selber geben zu Krishna. Und dann Jnana-Yoga ist das, Jnana ist das Wissen durch Verständnis, durch Bewusstsein, eine Unterscheidungsfähigkeit bekommen, dass man nicht Materie ist, sich lösen und so wieder den Atma oder sich selbst vereinen mit Gott. Und hier geht es aber oft so mehr ins Brahman oder den Paramatma, ne, diese Überseele, die noch nicht unbedingt auf Krishna gerichtet ist, so dieses Bewusstsein. So, und das heißt, diese Kapitel sind da, Karma und Jnana-Yoga in dem Fall, beschützen die Mitte, nämlich Bhakti. Weil das Bhakti-Yoga ist auch das der höchste Pfad des Yoga. Und Karma, das Handeln, die richtigen Tätigkeiten, wesensgemäße Pflichten sind notwendig, dass ein Mensch richtig situiert ist, in seinem Alltag auch, im praktischen Tun. Und das Jnana ist natürlich wichtig, Atma Tattva zu haben. Wir sehen das 13. Kapitel, da werden wir nachher noch hören. Da geht es viel um diese Beziehung zwischen Atma, dem Selbst, zwischen Gott und der materiellen Natur. Und damit Bhakti auch möglich ist, oder? Damit es wirklich reift im Bhakti, diesen hingebungsvollen Dienst. Das kann man sich mal so merken als eine Grundeinteilung auch, dieser Kapitel von der Bhagavad Gita. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch schon gehört davon. Du? Ja, aber darf ich mal was fragen? Ja.
Mir ist es mal so unterkommen auch, dass Bhakti eigentlich in dem Sinn eine Stufe im Yoga ist. Quasi, wenn es gibt ja mehrere Yoga-Wege, was auch immer, und Bhakti ist aber dann so quasi dort eine Stufe, die man halt erreichen kann, quasi. Mhm. Sagt ihr das so? Hast du das auch schon mal gehört? Oder ist es bei uns irgendwie auch wieder gegeben, so? Ich bilde mir ein, da gibt es, dort habe ich das nämlich auch gesehen, ein Buch, das ist älter, das ist nicht mehr, das gibt es, ist jetzt nicht mehr im Druck, so eine größere Ausgabe über alles Mögliche, über ISKCON halt drinnen ist, oder über das, was wir praktizieren, und da ist das, glaube ich, auch so drinnen, dass das dann doch eigentlich auch eine Stufe ist, quasi, wenn man halt das erreicht oder das Bhakti, diese Hingabe. Weil wir quasi üben das ja mehr oder weniger. Ja, Bhakti Yoga ist etwas, was auch zu erreichen, was es zu erreichen gilt, wenn man es sich als Yoga, es wird als Yoga-Leiter präsentiert auch, wo es untere Stufen gibt und die höchste Stufe wäre eigentlich Bhakti. Karma ist wie ganz unten, dann kommt Jnana, Ashtanga Yoga. Da gibt es eben auch Mischformen. Es gibt ja auch Karma Mishra Bhakti oder Jnana Mishra Bhakti. Wo praktisch in dem Vorgang des Yoga die Elemente von Jnana oder Karma sehr gegenwärtig sind und auch teils Bhakti, aber es ist noch keine reine Bhakti sozusagen. Beim Karma würde das heißen, man hat zum Beispiel noch materielle Wünsche, möchte auch, erwartet sich etwas von diesem Dienst, den man halt tut, sei das eine Erhebung auf andere Planeten oder ein Vorteil im materiellen Leben, vielleicht sogar auch eine Befreiung in die spirituelle Welt, das mag auch so als Karma gewertet werden. Oder vom Jnana, dass man Tendenz hat, eben mehr so auch ein Verschmelzen, ein Unabhängigsein von Krishna immer noch zu haben. Und aber gleichzeitig ist man doch in der Bhakti mit drin, dass man so wie zweigleisig fährt ein Stück. So, da gibt es Mischformen, die mit der Zeit, die Idee ist, dass man aber das läutert, dass man in die reine Bhakti kommt. Wo dann praktisch das einzige Motiv ist, die Zufriedenheit Krishnas, das ist auch meine Zufriedenheit dann. Hier ist meine Zufriedenheit im Austausch mit Krishna, ist mir wichtig, damit ich das mache. Im Jnana ist dann auch so ein Stück, auch wieder so eine Selbstzentriertheit da. Und Bhakti ist so dieses völlig Selbstlose, zu sagen, mein Wesen ist von Krishna gemacht und gehört ihm und ich gebe mich ihm völlig hin. So, und dann gibt es eben genau Mischformen, bis man zum reinen Bhakti-Yoga kommt und wir stehen alle irgendwo auf einer von diesen Mischformen, oder? Und aber der reine hingebungsvolle Dienst wird in der Bhagavad Gita betont als